Wie geben Sie einem Kollegen Feedback? Weil Ihr Kollege immer wieder Dinge tut, die sich suboptimal auf Ihre Zusammenarbeit auswirken. Mein Name ist Markus Jotzo. Ich trainiere seit über 10 Jahren Führungskräfte und Mitarbeiter bei genau diesem Thema. Gehen Sie zunächst auf Ihren Kollegen zu und fragen ihn, ob er kurz Zeit hat. Warum? Geht um ein wichtiges Thema. Wenn er mehr wissen will, sagen Sie ihm, es geht um unsere Zusammenarbeit und wie wir unsere Zusammenarbeit noch besser gestalten können. Dann nehmen Sie sich Zeit, gehen in den Besprechungsraum, trinken Kaffee zusammen, wo Sie unter 4 Augen sind, wo Sie ungestört sind. Und dann teilen Sie mit ihm Ihre Wahrnehmung. Was hat Ihr Mitarbeiter gesagt oder getan, was ungünstig war? Beispiel, Ihr Kollege vergisst immer wieder, Sie in Kopie zu setzen, in E-Mails oder gibt Ihnen bestimmte Informationen nicht weiter, die Sie aber für Ihre Arbeit benötigen, regelmäßig benötigen. Also was genau tut er? Nennen Sie Beispiele, nennen Sie Zahlen, Daten, Fakten. Und dann sagen Sie ihm auch, was ist die Wirkung? Wie wirkt sich das aus auf Sie? Wo verlangsamt Sie im Prozess? Wo ist es anstrengender für Sie? Wo müssen Sie mehrmals nachfragen, sodass er genau versteht, was das Problem ist? Fragen Sie Ihren Kollegen dann, damit es kein Monolog bleibt, fragen Sie Ihren Kollegen, wie siehst du das? Fragen Sie ihn bitte nicht, das machen viele, warum er das tut. Denn das Warum hat natürlich Gründe, dass er gestresst ist, dass er es vergessen hat, was auch immer das sein mag. Entscheidend ist aber nicht, warum er das getan hat. Entscheidend ist, ob er einsieht oder dass er einsieht, dass das ein Problem ist für Ihre tägliche Arbeit. Also sprechen Sie mit ihm in einem Dialog darüber und bringen Sie dazu, dass er es letztendlich einsieht. Jetzt könnten Sie sich von ihm wünschen, Mensch, denk doch bitte zukünftig daran, dass du. Eine Möglichkeit. Noch besser finde ich, dass Sie ihn fragen, wie möchtest du zukünftig damit umgehen? Oder wozu committest du dich hier im Gespräch, wie wir zukünftig zusammenarbeiten? Finden Sie die Worte, die für Sie gut passen. Die Lösung soll möglichst von Ihrem Kollegen kommen, damit Sie nicht was einfordern, sondern dass Ihr Kollege selbst sagt, wozu er sich verpflichtet oder committet. Wenn Ihr Kollege überhaupt nicht einsichtig ist, dann gibt es noch 2 Tipps, wie Sie dieses Feedback noch stärker machen können. Nämlich, erstens, sprechen Sie über Ihre Gefühle, Ihre Emotionen. Zum Beispiel, das frustriert mich, wenn ich immer wieder nachfragen muss. Ich fühle mich alleingelassen, ich fühle mich von dir nicht unterstützt. Sprechen Sie über Ihre Gefühle, die Sie tatsächlich eben auch haben, immer wenn das wieder passiert. Und wenn Ihr Kollege immer noch nicht einsichtig ist, dann stellen Sie ihm eine Perspektivwechselfrage. Dann fragen Sie sowas wie, was würdest du denn denken und tun, lieber Kollege, wenn ich dir regelmäßig die Informationen, die du für deine regelmäßige Arbeit brauchst, nicht gebe? Vielleicht wird er dieser Frage ausweichen, dann stellen Sie diese Frage ein weiteres Mal. So werden Sie gut zu einer Lösung kommen, Sie und Ihr Kollege, wie Sie zukünftig anders und besser zusammenarbeiten. Wenn dieses Verhalten schon sehr lange andauert, dann reicht meistens ein einziges Gespräch, ein einziges Feedbackgespräch nicht aus. Nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen schleicht sich das alte Verhalten wieder ein. Deshalb kann es sehr sinnvoll sein, dass Sie mit Ihrem Kollegen vereinbaren, sich in genau 4 Wochen nochmal zusammensetzen, um zu schauen, wie gut hat es geklappt. Machen Sie das mit Datum, mit Uhrzeit in den Kalender eingetragen und wenn Sie es im Besprechungsraum machen wollen, dann reservieren Sie sogar einen Besprechungsraum dafür. Neue Gewohnheiten brauchen Zeit, um sich zu etablieren und deshalb machen Sie diesen Folgetermin. Ganz wichtig, den vergessen viele, Folgetermin. Reicht ein einziger Folgetermin aus? Manchmal ja, manchmal aber auch nicht. Dann vereinbaren Sie wieder einen Folgetermin, damit der Mitarbeiter in dem Folgetermin natürlich möglichst möchte, dass Sie ihm positives Feedback geben und nicht erneut kritisieren. Deshalb die Folgetermine. Mit dieser Vorgehensweise würde es Ihnen gelingen, ein gutes, ein wertschätzendes, ruhiges Feedbackgespräch zu haben. Ganz wichtig, der Ton bleibt immer ruhig, die Worte konfrontieren, aber der Ton macht es ertragbar. Ich wünsche Ihnen gute Feedbackgespräche mit Ihren Kollegen. Viel Erfolg, Ihr Markus Jotzo.